Seit Christoph Kolumbus der Welt die Tabakpflanze brachte, wurde die Kunst der Zigarrenherstellung immer weiter verfeinert. Es ist eine Geschichte minutiösester Präzision und Sorgfalt. 5 Jahrhunderte kompromisslose Qualität, verpackt in eleganter Form. Eine Zigarre lässt sich in Länge und Dicke in mehrere Teile aufteilen. Vertikal besteht sie aus Kopf, Körper und Fuß. Der Zigarrenkörper besteht aus drei Hauptschichten. Die Einlage ist der innere Teil der Zigarre und enthält halbe oder ganze Tabakblätter. Sie wird vom Umblatt umschlossen. Das Deckblatt schließlich ist der elegante Smoking der Zigarre. Alle drei Blattkategorien verdienen größte Sorgfalt, da in jeder Anbauphase spezifische Anbaugebiete und Praktiken notwendig sind, bevor die feinsten Mischungen der Welt daraus zusammengestellt werden. Die Hauptregionen des Tabakanbaus für Zigarren in Premium-Qualität sind die Dominikanische Republik, Mexiko, Kuba, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Brasilien, Kamerun und Indonesien. In diesen Ländern profitieren die Tabakpflanzen von perfekten klimatischen Bedingungen mit einer idealen Durchschnittstemperatur von 27 Grad. In der Dominikanischen Republik, wo der Großteil des Tabaks des Unternehmens angebaut wird, liegen die Anbaugebiete in Yamasa und im Cibao Valley zwischen der zentralen und nördlichen Bergkette. In 8 Regionen verteilt hat das Unternehmen eigene Farmen sowie 70 Vertragsbauern. Die Tabaksorten und Dünger, die den Anbauern geliefert werden, hängen von den Bodenbedingungen des Anbaugebietes ab. Die Bodenbeschaffenheit hat großen Einfluss auf die Eigenschaften des Tabaks. Die Zusammensetzung des Bodens beeinflusst Stärke, Aroma und Geschmack des Tabaks. Dies ist je nach Land, Region und Gebiet unterschiedlich. Dieselbe Tabaksorte in nur wenige Kilometer auseinanderliegenden Gebieten angebaut, hat Blätter mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften. Alles beginnt daher mit der Wahl des Bodens und der Samen. Nicotiana tabacum ist eine krautige Einjahrespflanze. Mit anderen Worten, muss der Tabakanbauprozess jedes Jahr mit den von den Blüten erzeugten Samen wiederholt werden. Das Unternehmen sichert sein Genkapital durch den Anbau in seiner eigenen Pflanzschule. Auf diese Weise werden Kontinuität und Qualität jeder Tabaksorte garantiert. Die Pflanzschule ermöglicht es Agrarwissenschaftlern außerdem, neue Kreuzungen zu entwickeln. Sie sind nicht nur resistenter gegen Krankheiten, sondern auch von besonderem Interesse für die Entwicklung neuer Mischungen. Eine Tabakpflanze bildet etwa 150 Blüten aus, von denen jede 1000 bis 1500 Samen enthält. Aber nur jede dritte Blüte liefert qualitativ gute Samen, von denen dann 30% zur Aussaat verwendet werden. Die Samen werden in Saatgutbehältern ausgesät, die ein steriles Substrat speziell für den Tabakanbau enthalten. Etwa 2500 Samen werden mit steriler Asche vermischt. Die Farbe der Asche steht im Kontrast zu der Farbe des Substrates, sodass die Samen in den Saatgutbehältern gleichmäßig verteilt werden können. Daraufhin wird das Saatgut mit sterilisierter Reisspreu bedeckt, um es zu schützen und die Bewässerung zu optimieren. Die erste Bewässerung lässt das Saatgut zu kleinen Pflanzen keimen. Etwa 20 Tage nach der Aussaat werden die Setzlinge per Hand in einen Behälter gepflanzt. Durch diesen aufwendigen Schritt erreichen die Primär- und Sekundärwurzeln die erforderliche Gesundheit und Kraft. Neben der Verankerung der Pflanze im Boden kann sie mit einem starken Wurzelwerk ausreichend Wasser und Nährstoffe aufnehmen, die zum Wachstum notwendig sind. Daraufhin werden tausende Saatgutbehälter, jeder mit 200 Setzlingen, in den 52 Gewächshäusern des Unternehmens aufgestellt. Den Jungpflanzen bieten die Gewächshäuser perfekte klimatische Bedingungen. Sie werden täglich überwacht. Qualitätskontrollen und Bewässerung sind Teil des frühen Anbauprozesses.
Nach 25 Tagen ist die Zeit für die Jungpflanzen gekommen, sich zu bewähren. Der Setzling wird aus dem Behälter genommen und für den Transport vorbereitet. Aufgrund des Wachstums in einer isolierten Zelle ist das Wurzelwerk stark genug, um die Reise problemlos zu überstehen. Die verschiedenen Tabaksetzlinge werden dann an die Anbauer geliefert. Je nach Boden und den geforderten Vorbedingungen werden sie überall in den Anbaugebieten des Cibao Valley gepflanzt. Neben speziell entwickelten Kreuzungen verwendet das Unternehmen drei grundlegende Tabaksorten. Diese Sorten sind Olor, ein leichter einheimischer Tabak aus der Dominikanischen Republik, sowie Piloto, ein starker Tabak, und Vicente, ein mittelstarker Tabak, die beide ursprünglich aus Kuba stammen und 1962 in die Dominikanische Republik eingeführt wurden. In der warmen Karibik wurden die Setzlinge durch eine gesunde Anfangsphase gebracht und sammeln nun Kraft für die kommende Reise. Zwei bis drei Wochen nach der Einpflanzung haben die Pflanzen bereits erheblich an Höhe zugelegt. Auch wenn Menschen die klimatischen Bedingungen nicht kontrollieren können, welche die Eigenschaften des Tabaks beeinflussen, können wir seine Entwicklung doch mit der richtigen Pflege begleiten. Die Pflanzen werden täglich überwacht und durch ein intelligentes Bewässerungssystem bewässert. Tabakpflanzen brauchen viel Wasser. Aber zu viel Regen in unpassenden Momenten oder längere Phasen ohne Sonne wirken sich negativ auf ihre Entwicklung aus. Während die Pflanze weiter wächst, wird der Boden rund um ihre Basis angehäuft, um das Wurzelwachstum zu unterstützen. Außerdem werden die oberen Spitzen entfernt, damit sich die größeren Blätter perfekt entwickeln. Auch die Seitentriebe werden regelmäßig ausgebrochen. Die meisten Anbauer arbeiten seit über 20 Jahren mit Oettinger Davidoff zusammen. Konsistentes Teamwork, gegenseitiger Respekt und das ständige Streben nach Perfektion führen zu einer Symbiose zwischen Boden und Pflanze, die den besten Tabak für Premium-Zigarren ergibt. Die Pflanzenblätter zeigen durch die Veränderung von Farbe und Form genau an, ob sie erntereif sind. Die Blätter werden von der Basis aufwärts über einen Zeitraum von 35 Tagen in Intervallen abgepflückt. Dadurch kann die Pflanze die verbleibenden Blätter bis zur maximalen Reife ausbilden. Je nach ihrer Position an der Pflanze enthalten die Blätter unterschiedliche Mengen an Nikotin. Circa 1% in den untersten Blättern und circa 3% in den obersten. Von unten nach oben werden die vier Produktionsebenen als Volado, Secco, Visus und Ligero bezeichnet. Die Stärke des Tabaks hängt daher nicht nur von der Sorte und dem Anbaugebiet ab, sondern auch von der Position der Blätter an der Pflanze. Die sorgfältig in die Ranchos transportierten Blätter enthalten 85% Wasser und 15% trockene Elemente. Sie werden 45 Tage lang zum Trocknen aufgehängt. Die Trocknung ist ein natürlicher Prozess, bei dem sich die chemische Zusammensetzung des Blattes verändert. Es verliert nicht nur seine Feuchtigkeit, sondern auch seine schöne grüne Farbe. Es ist der Beginn der Geschmacks- und Aromaentwicklung. Eines der wichtigsten Zeichen kompromissloser Qualität ist der Brennbarkeitsgrad. Die Maestros selbst überprüfen bei der täglichen Qualitätskontrolle die Brennfähigkeit. Wenn der Tabak 20 Sekunden lang glüht, wird das Blatt zum erstklassigen Kandidaten für eine feine Zigarre. Danach werden die Blätter eingesammelt, aufgeschichtet und 20 bis 30 Tage lang gelagert, bevor sie schließlich in die Lagerhallen beim Dorf Ricomé gebracht werden, nicht weit von den Feldern entfernt, wo sie angebaut wurden. Bei der Ankunft wird die Feuchtigkeit der Blätter für eine erste detaillierte Qualitätskontrolle auf das perfekte Niveau gebracht. Unter professioneller Begutachtung werden sie dann je nach ihrem physikalischen Zustand in Einlagen und Umblätter sortiert.
Die Deckblätter werden einer noch genaueren Überprüfung unterzogen. Dichte, Farbe und Größe spielen in der ersten Auslese und Sortierung eine wichtige Rolle. Jetzt sind die Blätter bereit für die nächste Stufe, die Fermentation. Der Fermentationsprozess ist eine chemische Reaktion auf der Grundlage von Feuchtigkeit, Temperatur und Zeit. Die Blätter werden sorgfältig aufgeschichtet. In den Fermentationsstapel wird ein Thermometer eingeführt. Der Stapel wird umgestapelt, wenn die Temperatur in der Mitte kritische 50 Grad erreicht. Ab dieser Temperatur würde der Tabak überhitzt und wäre nicht mehr verwendbar. Die Fermentationszeit und die Häufigkeit der Umstapelung sind je nach der Tabakstärke unterschiedlich. Wenn die Temperatur nicht mehr steigt, ist der erste Fermentationsprozess abgeschlossen. Nun ist der Tabak für die erste lange Reifung bereit. Die Blätter werden gepresst und in Ballen gepackt. Jeder Ballen enthält einen Code mit allen Angaben über den Fermentationsprozess, die Tabaksorte, das Saatgut und das Anbaugebiet. Während die leichtesten Tabaksorten mindestens 18 Monate brauchen, um ihren Geschmack und ihr Aroma zu entfalten, benötigen die stärksten mindestens 2 Jahre. Hier hat die Zeit mit ihrem eigenen Tempo das Sagen. Nach einer wohlverdienten Pause setzen die Blätter dann ihre Reise fort. Die Mittelrippe wird entfernt, um die Arbeit des Zigarrenrollers zu erleichtern. Im ersten Schritt werden die Blätter befeuchtet und sorgfältig vorbereitet. Die Feuchtigkeit muss genau richtig sein, damit die Mittelrippe ohne Beschädigung des Blattes entfernt werden kann. Bei den Einlagenblättern erfolgt dieser Prozess komplett manuell und nur teilweise. Das heißt, es werden nur 2/3 der Mittelrippe entfernt. Bei den meisten Umblättern und Deckblättern erfolgt der Prozess mechanisch, um eine Beschädigung dieser extrem wertvollen Blätter zu verhindern. Nach diesem aufwendigen Schritt wird der Tabak einer zweiten Fermentation von 40 Tagen unterzogen, bevor er erneut ruht. Die zweite Reifung dauert bis zu 3 Jahre. Einige seltene Sorten werden sogar einem über 10 Jahre dauernden Reifungsprozess unterzogen, in dem sich der Charakter des Tabaks immer mehr verfeinert. Dann schließlich ist es an der Zeit, die Umblätter und Deckblätter bestimmten Zigarrenarten zuzuordnen. Der Charakter jedes erstklassigen Deckblattes entspricht einer bestimmten Zigarrengröße und Marke. Sie werden befeuchtet und dann entsprechend ihrem Zweck nach Qualität, Farbe und Größe klassifiziert. In der Zwischenzeit werden die Umblätter nach Größe sortiert. Jeder Boden, jede Ernte, jede Tabaksorte, jedes Blatt, je nach der Position an der Pflanze, haben bestimmte Eigenschaften, auf deren Grundlage die Masterblender die ganze Komplexität ihrer Kunst ausüben. Die Mischungen müssen auf die vielfältigen Vorlieben der Raucher abgestimmt werden. Sie sind das Geheimnis des Masters, der sie zusammenstellt, abschmeckt und verfeinert. Eine Mischung muss positiv, ausgewogen und beständig sein. Die Mischungen werden dann an den Hauptsitz in die Schweiz gesendet, wo sie von einem Ausschuss hochspezialisierter Prüfer getestet und genehmigt werden. Nach der Genehmigung einer Mischung kann die Produktion beginnen. Die Zigarren des Unternehmens werden in Villa González nördlich der Stadt Santiago de los Caballeros produziert. Die Mitarbeiter der Mischungsabteilung bereiten die entsprechenden Mischungen an Tabakblättern vor, die dann an die Torcedores, die Zigarrenroller, ausgeliefert werden. Die Zigarrenroller arbeiten paarweise. Abwechselnd stellt einer den Nickel her, die Einlage, die vom Umblatt umschlossen wird, woraufhin der andere sie in das Deckblatt rollt. Dank ihrer hohen Sensibilität und Kompetenz wissen die Zigarrenroller genau die richtige Tabakmenge für die Einlage zu verwenden. Ein Tabakblatt ist nicht überall gleich beschaffen. Tatsächlich ist die Blattspitze der stärkste Teil und enthält größere Mengen an ätherischem Öl.
Dieser Teil sollte am Zigarrenfuß am angezündeten Ende platziert werden, damit die Zigarre von Anfang bis Ende ausgewogen ist. Die sorgfältig zusammengestellte Einlage wird dann in das Umblatt gerollt. Das Umblatt umschließt die Einlage wie ein gut sitzendes Korsett. Nach ihrer Zusammenstellung wird der Wickel in eine Form gelegt, gepresst, umgedreht und dann wieder gepresst, um ihr die reguläre zylindrische Form zu geben. Der mittlere Teil des halben Blattes wird als Deckblatt verwendet, das der fertigen Zigarre ihre makellose Eleganz verleiht. Es wird vom zweiten Zigarrenroller geschnitten, der es dann um den Wickel rollt, wobei es am Kopf endet. Der Zigarrenroller stellt sicher, dass die Zigarre weder zu fest noch zu locker gerollt wird. Der Zug und die Qualität des Raucherlebnisses liegen zum großen Teil in seinen Händen. Dann wird die Zigarre zu ihrer vorgeschriebenen Länge geschnitten. Hier endet die Arbeit des Zigarrenrollers, aber für die Zigarre ist die Reise noch lange nicht abgeschlossen. Der Aufseher wiederholt die Kontrolle des Zigarrenrollers, bevor er dem Inspektor das Zigarrenpack aushändigt. Neben der Art, wie die Zigarre gerollt wurde, überprüft der Inspektor außerdem die Qualität jeder fertigen Zigarre, besonders die des Deckblattes. Dazu gehört auch die Kontrolle des Durchmessers der Zigarre, der eine sehr niedrige Fehlertoleranz hat. Wenn eine Zigarre nicht die erwarteten Kriterien erfüllt, wird sie abgelehnt. Dann werden 50 Zigarren gewogen, um zu überprüfen, ob die korrekte Tabakmenge gerollt wurde. Wenn das Gewicht zu hoch ist, wurde zu viel Tabak verwendet. Die Zigarren wurden zu eng gerollt und werden schwer zu ziehen sein. Zu geringes Gewicht bedeutet nicht genügend Tabak. Die Zigarre wird zu schnell abbrennen. Als nächstes werden die Meisterstücke je nach ihrem Durchmesser in Kisten mit 100 oder 200 Zigarren platziert. Die Kisten werden etwa einen Monat lang in einem Reifekeller gelagert, damit die Feuchtigkeit der Zigarre von der Einlage bis zum Deckblatt ausgewogen wird. Die nächste Stufe ist die Auslese entsprechend der Schattierung des Deckblattes. Diese Aufgabe ist ausschließlich Frauen vorbehalten. Sie können Farben nicht nur besser unterscheiden, sondern haben auch mehr Geduld. Dann wird die Bauchbinde mit dem Markennamen per Hand um die Zigarre gelegt. Abschließend werden die Zigarren aus hygienischen Gründen und zum Schutz auf ihrer langen Reise zum Kunden in Zellophan gewickelt. Zellophan ist außerdem wichtig, damit die Zigarre ihre Feuchtigkeit bewahren kann. Und nicht zuletzt hilft es, die Intensität des Aromas zu erhalten. Nun sind die Zigarren bereit, die Dominikanische Republik zu verlassen. Sorgfältig verpackt werden sie zum Hafen transportiert, wo sie die Insel per Schiff verlassen. Auf ihrer Reise werden sie schockgefroren, um das nikotinliebende Insekt Lasioderma sericorne zu bekämpfen. Nach einer langen Reise erreichen die Zigarren schließlich die Logistikzentren des Unternehmens in der Schweiz, Deutschland oder den USA. Bei der Ankunft werden die Lieferungen stichprobenweise kontrolliert. Danach werden sie mehrere Monate lang in klimatisierten, perfekt befeuchteten Kellern gelagert. Durch die Lagerzeit kann der Tabak nach seiner langen Reise in gefrorenem Zustand sanft wieder auftauen. Nach einer neuen Farbauslese und Qualitätskontrolle erhalten die Davidoff-Zigarren schließlich ihre endgültige Verpackung. Danach kehren die Zigarren in die Lagerräume zurück, bis eine Bestellung zu bearbeiten ist. Während des gesamten Lagerprozesses ist Feuchtigkeit entscheidend, um das Aroma der Zigarren zu bewahren. Daher wird besonders auf die Klimakontrolle in den Lagerräumen geachtet. Bevor eine Bestellung das Logistikzentrum verlässt, wird jede Kiste oder Schachtel wieder geöffnet. Jede Zigarre wird einer Schlussinspektion unterzogen, bevor das Davidoff-Garantielabel die Kiste versiegelt. Schließlich werden die Davidoff-Zigarren in einem Davidoff of Geneva since 1911 Geschäft oder durch einen autorisierten Davidoff-Händler weltweit verkauft.
Der Verkauf von Davidoff-Zigarren erfolgt nur an ausgewählten Verkaufspunkten nach strengen Kriterien wie Ort, vorhandenes Angebot, Lagerbedingungen und Servicequalität. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Zigarre durch die Hände von 300 Menschen gegangen, bevor sie schließlich in ihre gelangt. Jeder der notwendigen 170 Schritte, von der Aussaat der winzigen Saaten bis zum Verkauf der fertigen Zigarre, wurde durch Oettinger Davidoff vertikal kontrolliert. Unsere Philosophie From Crop to Shop garantiert, dass der Aficionado das ganze Vergnügen, die Entspannung und das Wohlbefinden erlebt, die ihm zustehen, wenn er eine Zigarre genießen möchte.